Hallo Leute und willkommen zum Speedtest-Vergleich zwischen dem iPhone 10, 11 und 12 Pro Max. Alle müssen die gleichen Apps öffnen und wir machen zwei Runden. Einmal die Runde von vorne nach hinten und nochmal von hinten nach vorne, um zu sehen, wer hier noch welche Apps im Zwischenspeicher, im RAM-Speicher geladen hat. Und es geht hier auch schon los. Die ersten beiden Apps sind durch und wir sind bei Toca World. Das ist ein Spiel, das etwas länger geladen werden muss, etwas intensiver. Und hier sieht man wunderbar die aktuelle Reihenfolge, das 12 Pro Max liegt vorne, dann das 11er, dann das 10er. Wie soll es auch anders zu erwarten sein? Also, wir schauen mal, wie es weitergeht, wer hier am schnellsten lädt. Klar, das 12 Pro Max war zuerst fertig, ist schon in der nächsten App drin und das ist der Bus-Simulator, also auch ein Spiel, das etwas intensiver zum Laden ist als so eine kleine App wie vorher Duolingo oder InShot. Aber hier, es geht flott voran und das 12 Pro Max geht schon weiter, ist schon bei Envision und startet hier bei Peakvisor und das 11er ist direkt hinten dran und das 10er liegt dann schon eine App weiter hinten und das 12 Pro Max ist schon bei Fruit Ninja 2 angekommen, das 11er direkt hinten dran, wobei hier Picture This die App ist, die auf dem 10er noch geladen wird. Also das 10er fällt hier echt schon ziemlich deutlich nach hinten, wobei hier das 11er sogar ein klein wenig schneller Fruit Ninja geladen hat. Aber jetzt fliegen beide nur hier durch die nächsten Apps durch. Wir sind bei Inception und auch da ist das 11er noch einen Hauch schneller gewesen. Und weiter geht's, wir nähern uns den letzten Apps, während Fruit Ninja jetzt hier beim iPhone 10 auch geladen wird. Und wir können gleich die erste Runde abschließen und haben da fast einen Gleichstand. Und zwar mit 1,3421 für das 12 Pro Max und 1,3425 für das 11er. Klar, da liegt auch meine Reaktionszeit noch dazwischen. Also, die haben in der ersten Runde so ziemlich gleich abgeschnitten. Aber jetzt geht es darum, wer kann hier alle Apps im RAM-Speicher noch offen haben. Und aktuell sieht es bei allen gut aus, aber hier Fruit Ninja 2 muss neu geladen werden auf dem iPhone 11. Und da fliegt also das 12 Pro Max nur durch. Da ist jede App noch geladen, dank 6 GB Arbeitsspeicher. Beenden wir die Runde 2 mit einer Zeit von 27,23 Sekunden und einer Gesamtzeit von knapp über 2 Minuten, während hier das 11er noch die letzten Apps durchzieht und auch das 10er nach 2 Minuten 11 endlich die erste Runde geschafft hat und jetzt den Rückweg macht zur Uhr, während hier nochmal der Bus-Simulator auf dem 11er neu geladen werden muss. Klar, die großen Apps, die sind hier einfach nicht offen geblieben. Auch hier das nächste Game, Toca, muss nochmal neu geladen werden. Ja, und auch hier das 10er, man sieht schon, muss Fruit Ninja neu laden. Und Toca wird hier gerade durchgeladen. Also der erhöhte RAM hier endlich auf 6 GB ist bei so einem Test wirklich Gold wert. Sieht man ganz deutlich, hier die kleinen Apps, die sind auch beim 11er noch offen gewesen. Zumindest eine, Duolingo, muss neu geladen werden. Und das 11er schließt ab, ja, mit gut 50 Sekunden Unterschied zum 12 Pro Max. Also prozessormäßig waren die ziemlich gleich auf. Der große Unterschied war der RAM-Speicher, von dem eben das 12 Pro Max 2 GB mehr hat als das 11er. Man muss aber auch wissen, viele Apps sind noch nicht optimiert für den neuen A14 Bionic Prozessor vom iPhone 12 Pro Max. Von daher kann sich das sogar noch ein bisschen weiter zugunsten des 12 Pro Max verschieben in Zukunft. Aber ja, sehr eindeutige Werte. Platz 1, das iPhone 12 Pro Max mit 2 Minuten 1, mit 2 Minuten 51 dann das iPhone 11. Und wir warten hier immer noch, dass auch das iPhone 10 das Ganze hier abschließt. Also man sieht hier also vom 10er zum 12 Pro Max einen sehr, sehr deutlichen Unterschied. Das sind 3 Jahre in der Entwicklung und wir werden gleich sehen, wie viel das hier in meinem Test zeitlich ausmacht. Deswegen warten wir noch einen ganz kleinen Moment. Der ist hier bei Duolingo und schließt ab mit 3 Minuten 52. Also das 11er hat knapp 50 Sekunden länger gebraucht als das 12 Pro Max und das 10er dann nochmal eine Minute länger etwa als das 11er. Die Zahlen sprechen Bände, Freunde. Ich hoffe, das war für euch einigermaßen interessant und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Macht's gut!